Was muss ich denn an richtiger IT-Infrastruktur bereitstellen? Wie geht es denn richtig? Denn das hat natürlich viele, viele Fragen, Software, Hardware, was ist da geeignet, bis hin natürlich zu, habe ich die richtige Bandbreite, kann ich mir das leisten und welche Cybersecurity-Fragen hängen dran? Und ich freue mich jetzt, dass wir aus Kärnten zugeschaltet Martin Zandonella haben. Er vertritt die UBIT-Wirtschaftskammer Kärnten, ist selbst auch CEO von Net4U, also ein Mann vom Fach, der uns jetzt ein bisschen an der Hand nehmen wird. Und ich hoffe, die Leitung nach Kärnten steht und der Herr Zandonella kann uns hören. Zum Thema die richtige IT-Infrastruktur im Lockdown. Bitteschön. Ja, ein herzliches Grüß Gott. Ich hoffe, man kann mich hören und mich sehen. Ich habe es sozusagen vorgezogen, in einem grünen Bezirk heute zu bleiben und sitze in Villach im Büro, nicht im Homeoffice, und darf heute ein wenig auf die richtige IT-Infrastruktur eingehen. Als Titel sozusagen, ob Lockdown oder Restart, es ist im Grunde egal, die richtige IT-Infrastruktur, und das haben wir jetzt ganz deutlich gesehen, ist immer zu jeder Zeit notwendig, denn wir wissen ja nicht, was im nächsten Moment quasi passiert. Ich habe also im Grunde vier Punkte, ein wenig Learnings aus dem Lockdown, der für viele von uns natürlich völlig neu und in vergleichbarer Weise noch nie vorhanden und hier war. Die Anforderungen an die IT-Infrastruktur, dann so wie schon anmoderiert, das Thema der IT-Security, zu der es, glaube ich, einen eigenen Slot auch heute gibt. Und natürlich, wann ist der optimale Zeitpunkt für Investitionen? Mit dem möchte ich dann am Ende quasi abschließen. Vielleicht ein wenig zu den Learnings. Und die haben auch wir, ich bin ja selbst auch IT-Dienstleister und nicht nur der IT-Berufsgruppensprecher österreichweit. Was sehr überraschend war, es ist quasi blitzartig sehr vieles hier passiert. Das heißt, quasi über Nacht sind unsere KMUs, unsere Betriebe, ob klein oder groß, manche völlig unvorbereitet quasi vor dem Problem gestanden, wir sollen nicht mehr im Büro oder dürfen oder können nicht mehr im Büro arbeiten. Und müssen jetzt sehr vieles umstellen. Das Thema Homeoffice hatten wir im letzten Vortrag. Das war quasi die Lösung. Und die Probleme, die hier entstanden sind, waren durchaus vielschichtig. Eines, das ich speziell also anführen möchte, ist die Verfügbarkeit von Hardware. Das waren wir gar nicht so gewohnt, dass innerhalb kurzer Zeit zum Beispiel Notebooks nicht mehr verfügbar am Markt waren oder zumindest nicht mehr die Modelle, die man eigentlich benötigt hätte. Etwas, das wir aus den letzten Jahren so eigentlich nicht kennen. Ein zweiter wichtiger Punkt, das Homeoffice selbst ist natürlich nicht ausreichend adaptiert. Und wenn wir also an Adaptierungen denken oder an Vorkehrungen, die wir benötigen, geht es natürlich um Hardware. Es geht natürlich um Bandbreite, es geht natürlich um geeignete Kommunikationsplattformen, über die man dann im Grunde kommunizieren kann oder eben auch nicht kommunizieren kann. Ein kleines Beispiel, ich hoffe nicht zu vielen passiert, wir haben wieder, wie kann man Videokonferenzen noch abhalten, und sehr oft wurde tatsächlich auf reine Audiokonferenzen umgestellt, da die Bandbreiten nicht ausreichend waren. Da muss man natürlich anmerken, dass in diesem Lockdown ein Thema, ein großes war, dass plötzlich in den Haushalten auch die Kinder, die vielleicht für die Schule etwas getan haben, anwesend waren und. Sprich, wir hatten eine Parallelnutzung der Netze, die sich im Regelfall etwas besser ausgeglichen haben. Also wir hatten nicht nur räumliche Probleme, wie wir es im letzten Vortrag gehört haben, sondern wir hatten auch Bandbreitenprobleme wegen zeitgleicher Nutzung, da am Vormittag gleichzeitig vielleicht Schule und gleichzeitig eine Videokonferenz, ein Meeting im Unternehmen war. Ein weiterer Punkt, der uns aufgefallen ist, uns technisch natürlich bekannt war. In vielen Betrieben war sehr wohl das Thema der telefonischen Erreichbarkeit noch gegeben. Sprich, da war nicht das Handy, sondern das Festnetz, die Nebenstelle ein Thema. Und das war ein Problem, das im Homeoffice teilweise nicht oder nicht sehr schnell gelöst werden konnte.
Hier gleich natürlich die Anmerkung, dafür gibt es, wenn man vorbereitet ist, entsprechende Lösungen, dass quasi die Nebenstelle, die normal am Schreibtisch im Büro steht, dann zu Hause, auf welchem Tisch auch immer steht, unter derselben Durchwahl erreichbar ist. Aber man muss natürlich darauf vorbereitet sein und muss diese Dinge im Voraus ein wenig planen. Der letzte Punkt jetzt für diese Learnings ist, dass dann sehr schnell Lösungen implementiert wurden, die allerdings nicht immer, ich würde sogar sagen sehr oft, nicht den IT-Security-Anforderungen entsprechen, die heute an eine Unternehmens-IT-Infrastruktur zu setzen sind. Warum? Weil es diese Konzepte zum Großteil einfach nicht gegeben hat. Wir haben jetzt einen Punkt und müssen sagen, gut, welche Anforderungen soll diese IT-Infrastruktur nun wirklich erfüllen? Und ich denke ein wenig in die Zukunft. Wir wissen ja nicht, was das nächste Problem sein wird, vor dem wir stehen. Es muss ja nicht ein allgemeiner Lockdown, der einen Bezirk, ein Bundesland, die ganze Nation betrifft sein. Es kann ja quasi in welcher Form auch immer ein Lockdown sein, der quasi nur, unter Anführungszeichen, nur ein Unternehmen betrifft, das aus welchen Gründen auch immer die Büroräumlichkeiten nicht benutzbar sind. Das heißt, wir brauchen, und moderne IT-Infrastruktur unterstützt das, die Möglichkeit, quasi auf Knopfdruck Benutzern extern, ob im Homeoffice oder mobil, Zugang, aber natürlich auch wieder eine Sperre quasi zu ermöglichen, dass ein Benutzer nicht mehr von extern zugreifen kann. Man kann, ich habe schon erwähnt, Telefonnebenstellen so integrieren, dass man sie zu Hause aufstellt und sie mit derselben Durchwahl nahtlos weiter funktionieren. Man kann das natürlich auch mit mobilen Endgeräten umsetzen und lösen. Und man braucht zum Teil, wenn Hardware nicht verfügbar ist, ein Konzept, ob und wie man private Endgeräte einbindet. Bewusst würde ich diesen Punkt mit einem Fragezeichen versehen. Hier gibt es natürlich Policies, die das grundlegend verbieten, was Vorteile bringt. Wenn ich ein Bring-Your-Own-Device-Konzept umsetzen möchte, habe ich natürlich viele verschiedenste Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um nicht die Kontrolle über meine Daten, über mein Netzwerk quasi zu verlieren. Wichtiger Punkt, die Security muss immer gewährleistet sein. Darauf werde ich noch kurz dann eingehen. Wir brauchen ausreichend Performance. Das Thema haben wir besprochen. Man kann Performance auf verschiedene Weise mit moderner IT-Infrastruktur lösen. Es ist aus dem Bereich der Virtualisierung zum Beispiel möglich, dass man mit geringster Performance trotz allem Applikationen, die auf Servern im Unternehmen oder in der Cloud, auf welcher Infrastruktur auch immer laufen, nutzen kann. Das heißt, das Performance-Problem ist lösbar, aber es ist üblicherweise nicht von einem Tag auf den anderen lösbar, da teilweise Bandbreiten nicht einfach erhöht werden können und umgekehrt diese Virtualisierung und diese Plattformen nicht innerhalb kürzester Zeit eingerichtet werden können. Es ist also von Vorteil, wenn man die grundsätzlich so und so zur Verfügung hat und die quasi auch im Normalbetrieb eingesetzt werden. Geeignete Software ist natürlich ein großes Thema. Ich möchte hier bewusst nicht auf Produkte eingehen. Hier gibt es teilweise Philosophie-Diskussionen, welchen Hersteller aus welchen Kontinenten mit welcher Software man verwendet. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man einen Softwarestandard etabliert haben muss, damit klar ist, welche Software wo installiert sein muss, wo es Zugänge geben muss, welche Lizenzkosten zum Beispiel entstehen, damit man sofort, wenn notwendig, auf diese Plattformen umschalten kann. Und ich glaube, es ist für uns alle eine gute Übung, quasi einen Hybridbetrieb zu betreiben, dass diese Tools auch laufend angewendet werden und man nicht sagt, na, jetzt legen wir alles wieder still und schlafen und wenn das nächste Mal etwas passiert, dann wird schon wieder funktionieren. Das heißt, ich glaube, und das passiert momentan auch, dass diese Tools generell eingesetzt werden und einfach Teile von Meetings zum Beispiel grundsätzlich online abgehalten werden oder teilweise der Personen anwesend sind, ein Teil nicht anwesend sind und damit hat man auch immer die geeignete Übung, wie das funktioniert. Ja. Das, was
glaube ich, wesentlich ist, das haben wir selbst in meinem Unternehmen gemerkt, man spürt dann genau, wo ist man noch nicht vollständig digitalisiert, also wo gibt es noch analoge Daten, wo müssen wir quasi noch weiter digitalisieren, damit dann auch, wenn Personen nicht vor Ort anwesend sind oder niemand im Büro anwesend sind, die Abläufe weiter funktionieren. Ein genereller Tipp, logischerweise ist für solche Konzepte grundsätzlicherweise geeignete Experten zu suchen. Wir haben genügend IT-Dienstleister, die also Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung unterstützen, aber natürlich auch Unternehmen, die eigene IT-Abteilung haben, in speziellen Bereichen unterstützen. Gut, ich möchte dann noch auf einen wichtigen Punkt, das Thema IT-Security, eingehen. Das kann ich natürlich nur streifen. Faktum ist, Sicherheitslücken sind eine ernsthafte Bedrohung für jedes Unternehmen. Das wissen wir. Wir kennen die Statistiken dazu. Das Freischalten von externen Zugriffen ist grundsätzlich gefährlich, so würde ich es einmal bezeichnen, und muss immer optimal abgesichert werden und abgesichert sein. Private Endgeräte sind problematisch. Es gibt Lösungen dafür. Perfekt ist es natürlich immer, wenn das Unternehmen die volle Kontrolle über die Hard- und Software hat, die im Firmenbereich, in der Firmenumgebung eingesetzt werden. Ein Punkt, den möchte ich ganz kurz nur erwähnen, das waren die Schnelllösungen. Man lässt den PC quasi im eigenen Büro am Schreibtisch rund um die Uhr laufen und verbindet sich remote auf diesem PC und arbeitet dann so, als ob man in der Firma wäre. Super, hat uns quasi gerettet in vielen Bereichen, um über Nacht solche Zugänge zu schaffen, ist aber sicherheitstechnisch äußerst problematisch und sollte konzeptmäßig anders umgesetzt werden. Ganz wichtig sind Punkte, was die Datenkontrolle betreffen, die muss im Unternehmen bleiben. Ganz wichtig ist der Bereich von Backups. Sind auch die Backups der Daten gewährleistet, wenn plötzlich die Personen dezentral im Homeoffice, wo auch immer, arbeiten? Auch das muss sichergestellt werden. Und im Grunde muss uns allen bewusst sein, dass IT-Security ein laufender Prozess ist, hat also auch nichts mit einem Lockdown oder einem Restart zu tun. Das heißt, man braucht laufend Personen im Unternehmen oder auch Experten außerhalb des Unternehmens, die hier auf die Systeme achten und die auch laufend aktualisieren. Also IT-Security ist keine einmalige Aktivität, keine einmalige Aktion, sondern eine laufende Aktion. Ja, nur noch zum quasi letzten Punkt in meinen 15 Minuten, die zur Verfügung stehen. Das ist der optimale Zeitpunkt für Investitionen. Grundsätzlich könnte man sagen, ist der natürlich immer gegeben. Und umso rascher ich in Digitalisierung investiere, umso rascher kann ich natürlich die Vorteile daraus. Und die haben wiederum nichts mit der aktuellen Situation eines Lockdowns oder Restarts zu tun, nutzen. Ebenso ist man natürlich besser vor dem nächsten Lockdown geschützt, wenn man die Investitionen rasch durchzieht. Und da komme ich sozusagen zu einem speziellen Punkt, der Förderungen und Unterstützung betrifft. Ich kann mich nicht erinnern in meinen letzten 25 Jahren, dass es derartig hohe und umfangreiche Förderungen und Unterstützungen gegeben hat, um diese Investitionen zu treffen. Also wir reden hier von Förderquoten, die zum Teil über 50% liegen. Aber im Grunde kenne ich keinen Zeitpunkt aus den letzten 25 Jahren, wo derartig umfangreich gefördert wurde. Als Vorbereitung auf geänderte Arbeitswelten, die ein wenig im letzten Vortrag auch hervorgekommen sind, ist die Digitalisierung ebenso notwendig und die Investition ebenso jetzt sicherzustellen. Ich gehe auch davon aus, dass in vielen Büros eine gewisse Form des Teleworkings aufrecht bleiben wird. Und damit sind jetzt die professionellen Schritte zu setzen und Investitionen zu setzen. Vielleicht ein Punkt, der auch nicht unwichtig ist, die Veränderungsproblematik ist ja immer gegeben. Mitarbeiter und auch das Management ist teilweise eher nicht sehr erfreut, wenn zu viele Änderungen vor sich gehen. Jetzt ist eine gewisse Bereitschaft da. Es hat also jetzt eine wirkliche Welle sozusagen gegeben, mit digitalen Tools zu arbeiten. Und diese Bereitschaft und diese Akzeptanz, die momentan da ist, die kann ich nur empfehlen zu nutzen, weil es üblicherweise eine Hemmschwelle ist, die man also derzeit entgegenwirken kann. Deswegen kann ich also abschließend zum Zeitpunkt
zum optimalen Zeitpunkt der Investition nur sagen, im Grunde ist es jetzt, jetzt und noch einmal jetzt. Es wird jetzt benötigt, es gibt jetzt die Unterstützungen und man hat jetzt die größten Vorteile aus diesem Bereich. Ja, in diesem Sinne darf ich schon zum Schluss von meinem Vortrag kommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich stehe natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen herzlichen Dank nach Villach. Ich hoffe, Herr Zandonella, Sie sind noch 2-3 Minuten für uns da. Haben die Hacker fröhliche Urstände gefeiert in diesen Zeiten? Denn wenn es eine Berufsgruppe gegeben hat, die das mit großer Sorge, wie Sie gesagt haben, betrachtet hat, dann waren das natürlich die Cybersecurity-Experten in den Unternehmen. Ja, also vielleicht, ich selbst hätte auch erwartet, dass es vielleicht eine enorme Welle von Angriffen. Ich habe jetzt, und ich kann jetzt nur die Statistiken, werden wir erst im Nachhinein lesen, keine besonders große Welle gegeben. Ich habe mir einige Statistiken angeschaut, die haben sogar in der Zeit des Lockdowns, quasi fast des weltweiten Lockdowns, sogar eine leichte Reduktion von Aktivitäten und Attacken gegeben. Das kann ich jetzt selbst auch nicht wirklich erklären. Faktum ist, dass wir jetzt seit Sommer wieder einen Anstieg sehen und auch das Niveau von davor erreicht haben. Wir müssen aber eines berücksichtigen, es geht nicht nur um die Anzahl quasi der versuchten Angriffe. Letztendlich ist die Frage, wie erfolgreich diese Angriffe sind, und wir haben vor allem durch diese teilweise sehr rasch implementierten Lösungen von zu Hause ins Büro zuzugreifen, mehr Löcher im Käse, wenn ich es so sagen darf, also sprich mehr Sicherheitsprobleme und mehr Angriffsflächen für die Tools, um relativ einfach Zugriff zu Firmennetzen zu bekommen. Deswegen eben auch der Appell, sehr rasch auch in Kombination mit unseren IT-Security-Experten diese Konzepte zu durchleuchten und so zu adaptieren, weil man kann das auch sicher betreiben, dass man mit höchstmöglicher Sicherheit diese Tools in Zukunft einsetzt. Ja, wo gehe ich hin? Jetzt bin ich ein mittelständisches Unternehmen aus Ihrem Bundesland und sage, ich möchte mein IT-Konzept überprüfen lassen, ob ich das überhaupt gut mache, so wie wir das schnell jetzt zusammengestellt haben mit Homeoffice und so weiter. Also ich nehme an, die Frage war, was ich dann tun soll. Ja, also im Grunde bieten wir ja als UBIT als sozusagen die Vertretung aller IT-Dienstleister sowohl die Verzeichnisse über die Experten, die aus dem Bereich der Digitalisierung, aus dem Bereich der IT-Security ganz speziell, aber auch aus dem Bereich zum Beispiel Open Source, wo man dann kostenmäßig einigermaßen auch einsparen oder reduzieren kann. Hier haben wir quasi in allen Bundesländern diese Experts Groups implementiert, und die Anlaufstelle ist im Grunde die lokale UBIT, über die man dann auch auf geeignete Dienstleister zurückgreifen kann, die dann solche Konzepte einerseits durchleuchten, natürlich Verbesserungsvorschläge oder auch Umsetzungshilfe leisten können. Abschließende Frage, die auch über den Livestream hereingekommen ist: Kann ich mich irgendwo hinwenden, wenn ich Förderungen in Anspruch nehmen möchte für IT-Infrastruktur jetzt in der Phase von Covid-19? Ja, ich habe es kurz erwähnt, dass wir eine Ausnahmesituation, was diese Förderungen betrifft, haben. Ein Projekt, das ja schon länger läuft, jetzt wieder neu angelaufen ist, ist KMU Digital, das quasi aus dem Bereich der Beratung über die Wirtschaftskammer abgewickelt wird, wo, und das ist ja auch ganz wichtig, als Eingang die Beratung wird. Und es gibt dann im Anschluss auch Umsetzungsförderungen, über die AWS abgewickelt werden, wo man also inzwischen, ich denke gerade an den Bereich zum Beispiel E-Commerce, ja, spezielle Förderungen kriegt und zusätzlich jetzt der neue Investitionsprämie und Co. Und wenn ich das beginne zusammenzuzählen, ja, Investitionsprämie in vielen Bereichen der Digitalisierung 14%, AWS-Umsetzungsförderung 30%, dann bin ich schon bei 44%. Wir haben teilweise in Bundesländern Landesförderungen, die 50% fördern, mit den 40% bin ich bei 64%. Das heißt, die Ansprechstellen sind einerseits wieder unsere Servicestellen in den Kammern natürlich, es sind aber auch die AWS direkt und selbst, und das ist KMU digital, natürlich wir selbst in der Wirtschaftskammer, wo wir wirklich derzeit
ein so umfassendes Paket anbieten können, dass es eigentlich kaum oder keine Fälle mehr geben sollte, die irgendwie mit Digitalisierung in Zusammenhang stehen, wo man nicht über einen vernünftigen förderbaren Zuschuss von eben Bundes- oder Landesstellen kommt. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, liebe Grüße nach Kärnten. Herr Zandonella, danke vielmals für die Ausführungen.